Gesichter sehe. Es fällt mir schwer, das ist prekär, mein Kopf ist leer. Hört mal einfach anzusprechen, das mache ich nie mehr. Dankeschön. Danke für das Verständnis. Ja, ich sage ja immer Sachen, die Männer gar nicht verkraften. Zum Beispiel, oh, bist du süß? Oder sag mal, was verdienst denn du eigentlich? So, es kommt schlecht. Und Männer haben es mit Frauen auch viel leichter. Ja, wir haben da so viele Beispiele. Und wir haben eins aus den 20er Jahren dabei. In einer dämmerigen Diele tanzt die Spanierin jede Nacht. In ihrem edlen Profil ist die Saharet neu erwacht. Und ein Genießer aus Posen, der schenkt ihr täglich einen Strauß rote Rosen. Denn er hat wilde Gefühle und er flüstert heiß, wenn sie lacht. O Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich doll gemacht. Ich hab im Traum dich dann im Ganzen gesehen. Das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Bei jedem Schritt und Tritt biegt sich dein Körper genau in der Mitte. Und herrlich, gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehen. Wow. Oh, Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen. Oh, Donna Clara, du bist wunderschön. Doch der Genießer aus Posen ist ins Heimatland bald entflohen. Denn viel zu viel kosten Rosen, die man täglich schenkt ohne Lohn. Und in der trauten Familie bei Gänsebraten mit viel Petersilie rutscht ihm das Herz in die Hose, denn auf einmal klingt's Grammophon. Oh, Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen. Oh, deine Schönheit hat mich doll gemacht. Ich hab im Traum dich dann im Ganzen gesehen. Das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Bei jedem Schritte, kommt genau in der Mitte. Und herrlich, gefährlich sind deine Füße. Verständnis. Ja, also apropos intim, um auf diese Bühne zu dieser Uhrzeit zu kommen, da geht man durch die Hölle. Ja, Herr Direktor. Nein, Herr Direktor. Gut, Herr Direktor. Fein, Herr Direktor. Wie? Herr Direktor, so. Herr Direktor. Ach, Herr Direktor. Oh, Herr Direktor. Was? Die so und so ist krank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Krieg ich Ihre Rolle jetzt? Ach, die haben Sie schon besetzt. Ja, Herr Direktor, ich, Herr Direktor Busen. Hab ich auch, Herr Direktor. Ja, Herr Direktor, mich, Herr Direktor. Ich lieg schon am Bauch, Herr Direktor. Hören Sie dieses Lied von mir kreiert. Dann krieg ich die Rolle garantiert, bitte, Herr Kapellmeister. Bin auf Wiener.
so mir recht ist, wie man hielt. Und die Minna, die ich will, die verlangen nicht so viel, wo sie selber werden sind. Und die Minna, das passt nicht ins Stück, Herr Direktor. Zieh schon zurück, Herr Direktor. Ist schon abgesetzt, Herr Direktor. Welche Masche jetzt, Herr Direktor? Was, die Frau ist Ungarin aus Budapest? Da ist mir doch die Rolle direkt auf den Leib geprescht. Das ist was für dich, mein scharfer Pusterpaprika. Gebracht. Hoi! Hoi! Igen! Vielen Dank. Ja, wenn Sie dieses wunderbare Stück von Sandras Papa, Georg Kreisler, weiterhören wollen, dann kommen Sie doch einfach an Stand 2717. Dort können Sie auch ein Pfälzer Weinchen trinken und mit dem Salonorchester flirten. Sind alle sehr fingerfertig. Sogar die Männer. Ich wäre so gern ein Mann. Ach, dann wäre alles viel leichter. Ich würde ab 35 nur noch attraktiver werden. Ganz ohne Last-Minute-Botox, Extrem-Fitness und persönlichem Klimawandel. Und ich bekäme statt grauer Haare silbermelierte Schläfen. Nicht wahr, Herr Georg? Die Statistik zeigt dem Kenner, es gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, es kann nicht jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht so wählerisch, nur nachdem der jung und frisch
Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten. Der ist froh, wenn Sie ihn behalten. Der bleibt treu in Ewigkeit, beinahe zu treu mit der Zeit. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten. Der küsst voller Liebesqual, denn er denkt bei jedem Kusse, ist vielleicht das letzte Mal. Sehr lieb, sehr lieb, ja. Ich persönlich, das heißt ja immer so schön, ich persönlich, ich unpersönlich, ist ja auch blöd. Also ich persönlich, ich halte mich dann doch lieber ans Essen. Da bin ich allerdings auch etwas speziell. Ich liebe nämlich Knorpel. Oh, dieses knorpselige Plopp, wenn der Knorpel zwischen meinen Backenzähnen zerplatzt, herrlich! Ja, ich weiß, ich habe sie jetzt alle abgeschreckt. Aber wissen Sie, seit ich das publik mache, habe ich immerhin keine Stalker mehr. Von welcher Zeitung sind Sie denn? Vogue. Vogue! Ja, ja, dann setzen Sie sich doch, schießen Sie los. Was ich mag. Oh, was für eine außergewöhnliche Frage. Goldrand am Teller, auf hölzernen Tischen, Blaubeeren mit Pudding in Förmchen von Fischen, Keks, der zu lange im Backofen lag, das sind die Dinge, die ich gerne mag. Wellen betrachten und dazu mal schweigen, Kindern von Freunden die Glühwürmchen zeigen, sitzen am Feuer und schlafen im Park. Das sind die Dinge, die ich gerne mag. Wenn was schief geht, es mir mies geht, hier und finanziell, dann denk ich ganz schnell an all das, was ich mag, und schon wird zu mich wieder. Ach so, natürlich. Ruhe, Zufriedenheit, Weisheit und Tugend, gerne auch Schönheit und nichts gegen Jugend, Verständnis und Zärtlichkeit nachts und am Tag. Das haben Männer, die ich gerne mag. Wenn was schief geht, es mir mies geht, hier und finanziell, dann denk ich ganz schnell an all das, was ich mag, und schon wird zu mich wieder Danke für den Applaus. Ja, wir Frauen, wir brauchen ja den Applaus. Ja, und Komplimente. Wie das tägliche Brot. Wenn wir nicht genug bekommen, brauchen wir eben mehr tägliches Brot. Ja, ja, unsere Ohren sind konditioniert darauf. Ja, deswegen heißt das Wort ja auch Orgasmus. Ja, ja, das kommt vom Komplimente hören. Sicher. I've tried.
nation, supposed to fire my imagination. I can't get none. I can't get none. Nana! I can get no satisfaction. I can't get no satisfaction in nature. I can feel the light in my breast. I can get one's satisfaction. I can get one's satisfaction. Cause I try, cause I try, cause I try. Veranstalter, wir haben einen kleinen Einblick in Intim gegeben. Ja, Sie können uns treffen, buchen an Stand 2717. Ja, wir freuen uns auf Sie. To love.